Hallo, herzlich willkommen zu diesem Tech-Lehr-Video. Mein Name ist Henrik Gubeling. Das Thema dieser Lehreinheit ist die Bewegung Kumshin. Kumshin bedeutet übersetzt einfach so viel wie schwingen oder wippen. Und die Bewegung ist auch ganz einfach, und zwar ist es das Beugen des Knies. Die erste Übung geht folgendermaßen. Wir beugen aus der Parallelstellung einfach beide Knie durch, immer locker ins Knie gehen. Hana, Dul, Set, Net, Tassot, Yosot, Ilgok, Yodul, Ahot, Yol. Die zweite Übung geht folgendermaßen. Wir gehen immer so leicht nach links und rechts, ähnlich wie beim Skifahren. Wieder ganz normal, Parallelstellung. Und ja, 10-mal wiederholen. Hana, Dul, Set, Net, Tassot, Yosot, Ilgok, Yodul, Ahot, Yol. Die dritte Übung sieht folgendermaßen aus. Wir heben beim Anwinkeln der Knie jeweils ein Bein hoch. Das heißt, wir gehen zum Beispiel rechts runter und heben das linke Bein hoch. Eins oder auf der anderen Seite zwei. Das heißt, auch eine ganz lockere, natürliche Bewegung. Das kann man dann erstmal langsam üben. Und nachdem man das gut koordiniert hat und ein bisschen fließend und sicher ist, übt man das in einem normalen Tempo. Wieder 10-mal. Na, Dul, Set, Net, Tassot, Yosot, Ilgok, Yodul, Ahok, Yol. Die Bewegung soll vor allen Dingen fließend und natürlich aussehen, wie eigentlich alles im Taekwondo. Nochmal von der Seite. Na, Dul, Set, Net, Tassot, Yosot, Ilgok, Yodul, Ahok, Yol. Ja, das war die Lehreinheit zum Thema Kumshin. Viel Spaß beim Üben!